Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die ersten vier Tische hier reingebracht, damit wir unseren Laden langsam mal öffnen können. So, ich glaube, hier war der Aufzug. Wir müssen nicht raus, weil wir haben Hunger. Und mal kurz gucken, wo hier vielleicht was zu essen ist. So, lass mich kurz gucken. Ein schnelles Restaurant. Ich habe schnell was. What? Achso, ja, da vorne im Blick wäre noch was. Dann fahren wir schnell dahin. Denn wir sind ja jetzt quasi mit dem nächsten großen Laden unterwegs. Und das wird unser nächster großer Hit. So, lassen wir mal gucken. Zwei Straßen weiter war das, wenn ich mich nicht irre. Ja, der Pizzaladen ist doch gar nicht schlechte Idee. Das ist ein Souvenirladen. 4 Millionen im Wert, okay. So, jetzt gehen wir zu Lux Pizza. Ich hätte gerne eine 30-Dollar Pizza. Holy moly. Die muss gut sein, du, ich sag's da. Wir müssen eigentlich schon, dass wir den hier den Laden schmarig machen, ne? Taxi, Taxi, Taxi. Ich habe jetzt keine Bock zurückzufahren. Erstmal zurück nach Hause. Wo waren das da vorne? Hier hinfahren. Ganz gemütlich. Okay. Für das Tiefkühlkost ausgegangen. Lass uns mal kurz ein bisschen schauen, bevor es Mitternacht wird. Unter unseren Einkäufer. Wie schaut's aus mit Tiefkühlkost? Haben wir noch auf Lager? Das sollte morgen früh geliefert werden. Wir stehen um 7 Uhr auf wieder. Wet. Warum hatten wir nur 29... What? Ja, der Unimarkt, der ist ja mal ganz anderes System. Der noch nicht jederzeit offen. Warum haben wir dich nicht jeden Tag aktuell offen? Irgendeinen Grund hat das. Keine Nachtschichten. Teilzeit. Ich glaube, dich müssen wir rausschmeißen. Aber ich kann mich jetzt beschweren und auch nicht. Was mir wichtig ist, ich habe diese drei schönen Kandidaten hier. Die alle zu Jules and More sollen. Jules and More. Wie viel wollt ihr? Kundendienst? 99%, ihr seid super. Jules and More. Anforderungen. Vollzeit, 4 Tage. Ja, genau so schaust du aus. Kritisch. 4 Tage, dann muss ich dich leider... verwerfen. Verwerfen? Könnte ich dich jetzt... Hä? Ich nehme... Warum darf ich nichts machen? Hä? Hä? Jules and More? Hat jetzt Jules and More zwei mehr Mitarbeiter?
Hä? What's going on? Oder es ist Samstag und die werden erst Montag wieder angestellt oder so? Mir jetzt auch wurscht, wir fahren jetzt erstmal hier hin. Ich brauche noch einen LKW, den ich nachher. Ich brauche mehr Auto. Aber nee, warte mal. Quatsch, Entschuldigung. Ich wollte erstmal gucken, ob ich irgendwie. Ich habe leider nichts gefunden. Ich habe gehofft, dass ich. Nein, Taxi, Taxi. Ja, da ist noch ein Taxi. Meins. Ja, ist ja gut. Hier war irgendwo ein. Eine Stunde Geschäfts- und Bürobedarf. Hierher fahren. Das wird einen Sinn haben, dass es existiert. Das hat Laptops, okay. Filialleiter. Adresse. Nice and clean. Ha! Das geht ja! Guck mal! Schicke Sache, du! Grafiktablet? Nee, das brauche ich nicht. Das ist ja cool! Wir reden jetzt mal von 20 Tischen. Das finde ich super. Oh, das finde ich super. Ich darf maximal. Oh. Dann muss ich reduzieren. Sonst brauche ich noch PCs. Weißt du was? Wir gehen auf Laptops. 15 Laptops hätte ich gerne. Gut. Dann. 4 Blumenkästen, weil wir es können. Eine davon. Ich hätte gern noch 2 Drucker. Ein hiervon. Dann gib mir noch eins davon, damit ich das da draufstellen kann. Bestellen. Nee. Wie cool ist das denn? Ich wusste, es lohnt sich, hierher zu kommen. Holy shit, ist das ein großer Besprechungsraum. Oh, ich habe jetzt sowas bestellt, ne? Kleiner Schrank. Den nehmen wir einfach gleich so mit. Cool. Okay. Da bin ich überzeugt. Wahrscheinlich kann ich das mit dem per Telefon jetzt auch in Zukunft ausmachen. Leute, ich brauche ein Taxi. Haben wir ein Taxi gesehen? Hallo? Brauche ein Taxi. Da, Taxi, Taxi. Schön. Fahren Sie mich mal bitte schnell zu meinem Bürogebäude. Wo ist mein Bürogebäude? Ich schon wieder. Bürogebäude? Ah, hier. Nice and clean. Ist das lustig. Hey, jetzt sind die 3 weg, Leute. Okay. Irgendwas davon wird mal Essensraum oder sowas. Hey, ich wollte nicht. Ich habe eine Kaffeemaschine. Oh mein Gott, bin ich dumm. Dann, jetzt sind die hier weg. Sind die jetzt bei mir im Laden? Jules and More und der Zeitplan? Wo sind die hin? Die Kandidaten haben einfach Puff gemacht und waren weg. Zu Sonntag 10 Uhr wird es geliefert. Wir fahren jetzt einfach mal nach Hause.
und schauen mal, was passiert. Schlafen einfach bitte bis 8 Uhr. Und wie viel machen wir plus? Wo ist der Gewinn hin? Oder ist das, weil es Sonntag ist? Aber das verstehe ich nicht. Was hat Sonntag damit zu tun? Was sollte Sonntag damit zu tun haben? So, hier ist normalerweise immer ein Taxi irgendwo. Ich suche ein Taxi, Mensch. Ist doch dumm, nur sind die immer da, wenn man davon redet. So, schnell zu Nice and Clean. Da. Deine Lieferung für Moss. So, wo ist die hin? Ich hab die doch zu Nice and Clean geliefert. Ach du Himmelhilfe. Huch, das wird ja als Palette hier gefunden. Wie geil ist das denn? Das wird einfach als Palette angeliefert. Guckt euch das an. Eine Palette. Was ist das denn? Standard-Büro-Schreibtisch. Die hätten das aber schon ruhig hochbringen können. Ah, ich hab den. Hä, wo ist der Wagen hin? So viel habe ich ja eh nicht bestellt. Also nicht ganz so viel. Machen wir das so, ja. So. Ich brauche viele neue Mitarbeiter. Wo ist denn? Shit, ich habe eine ungerade Zahl bestellt. Nicht gut. Alter, schaut euch an, wie viele Arbeitsplätze das sind. Holy shit, Maroni. Und das ist noch lange nicht leer, das blöde Ding. Das gibt's doch gar nicht. Was hat die Kaffeemaschine? Achso, ich habe zwei Druck gekauft, ne? wir nehmen gleich mal einen Bürostuhl mit. Okay, holen wir die. Die Plätze schauen jetzt einfach so vollkommen fehlplatziert aus mit den Gaming-Dingern. So Stück für Stück wird es. Ey, langsam geht's weg. So. Man
kann sich das liefern lassen. Ey, das macht das ganze Leben so einiges einfacher. Müsste mal schauen, ob das bei den anderen Sachen auch geht, wenn ich so wirklich groß Einräumungen mache und alles, dass ich einfach sagen kann, hey, ich brauche einen Laden. Vielleicht gibt es auch einen Interieur-Designer, den ich sagen kann, was ich brauche, und dann tut er mir das Design, das ist ja immer mega Hammer. So, zwei Stühle fehlen noch, dann fangen wir gleich mit den Laptops an. Wie viel habe ich bestellt, Mensch, holy shit. Hey, aber für 50 Leute sind wir ausgelegt. Nein, wir lassen es auf dem Hauptplatz fürs Erste. Wir sind modern, wir haben Laptops. Oh Gott. So. Ich bin gespannt, was hier passiert. Ich sag's so, ich bin gespannt, wie... Es ist vielleicht nicht die spannendste Folge, aber holy shit, haben wir viel bestellt. Lecco mio. Einfach tonnenweise Laptops. Wirklich, das ist fast 100.000 Euro Einrichtung alleine. Dass ich hier gerade auspacke. Alter. Ich brauche natürlich nochmal 8 Arbeitsplätze. Nehmen wir gleich die zwei Drucker mit und den kleinen Schrank. So, jetzt brauchen wir den Platzieren von Drucker. Ich würde die Drucker nicht einfach hier in der Ecke platzieren. Dass man jederzeit einen guten Zutritt zu den ganzen Sachen hat. Dann haben wir hier einen kleinen Schrank. Da würde ich vielleicht sogar noch einen weiteren holen, einfach weil es gut ausschaut. Gut, dann. Wasserkühler. What have I done? Ich würde eher sagen sogar, dass wir die Küche hier unten reinsetzen. Dich hier so in die Ecke. Kaffeemaschine hier so hin. Und das ist dann so ein bisschen wie so ein abgetrennten Bereich. So, habe ich noch einen Blumenkasten? Ich weiß gar nicht, wie viel ich bestellt. Zwei weitere. Natürlich! So. Also wir haben jetzt rein theoretisch 8, 9, 18, 19 Plätze, Arbeitsplätze in dem Büro schon. Wir können bis gleich zu 50 haben oder so. Dieses Büro ist jetzt schon groß. Wir gehen zu einem Bizman, gehen unseren Headhunter. Ich gebe dir mal noch... Was war's? Jetzt mal Recruiting beenden fürs Erste. Ich hätte gerne... Was braucht ihr denn mal Bizman? Nice and clean braucht...
Webentwicklung. Lass mich noch mal kurz auf Webentwicklung bitte gucken. Wo war Webentwicklung? Bin ich blöd? Oh, hier unten steht Möbel. Holy shit, what the fuck? Nein, ich hätte hier gerne... Wo ist denn das? Grafikdesigner, aber wir haben Webentwicklung. Nachtclub, Anwaltskanzlei. Aber ich bin Webentwicklungsladen. Agentur für Webentwicklung, hier. Unternehmen dieser Art können verkaufen stündliche Programmierergebühren. Es können Mitarbeiter mit folgenden Fähigkeiten eingesetzt werden. Programmierer. Cool. Bedeutet Bizman. Headhunter. Programmierer. Ich hätte gerne keine mit 4 Tage. Und Vollzeit. Rekrutierung beginnen. Kontinuierlich. Dann schauen wir mal, dass wir die Tage das eröffnen können. So rein aus Interesse. Ich kann hier nicht hingehen, das ist schade. Ich dachte, vielleicht könnte ich auch selber sozusagen programmieren. Aber das scheint das Spiel mir nicht so zuzulassen. Da scheint ein Taxi zu sein. Alles gut, ich muss noch schnell nach Hause. Bin nur erstaunt, dass wir gerade weniger Geld machen wie davor. Das ist irgendwie ein bisschen gefährlich, finde ich. Waren wir nicht bei 40, 50 mal? Aber ich mag mich nicht beschweren, weil solange wir irgendwie rankriegen, Mitarbeiter einzustellen und der Headhunter langsam was findet, dann bin ich zufrieden. Programmierer. Oh, warte mal. Sorry, you're not in my... Irgendwie hat das Spiel Bug, kann das sein? Ich muss mal kurz zu meinem Headhunter. Ich habe ihm auch so den falschen Aufgabe gegeben. Rekrutierung beenden. Ich hätte gerne keine Teilzeit. So. Der ist nicht mehr da. Gut, Leute. Aber ich würde sagen, es war zwar eine relativ, denke ich mal, ruhige und langweilige Folge, aber wir haben was Neues herausgefunden. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.